Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stranded Deep. Und ich habe mir einen Hustenbonbon reingeschmissen, in der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Und ja, wir werden jetzt nochmal zu einer anderen Insel rüberfahren müssen. Denn wir brauchen schließlich Lushings für unser Boot, beziehungsweise für, richtig, für unseren Wasserkollektor. Da ist unser Boot. Ich wollte gerade sagen, wo ist es hin? Wir werden aber jetzt nicht zu der hinfahren, sondern wir fahren mal zu der nächsten da hinten. Oder wir fahren jetzt einmal rum und gucken mal, welche näher ist. Ach, die da vorne scheint doch ziemlich nah. Die Fische, die schwimmen die mit oder ist das irgendwie so normal? Ja, wie gesagt, also wir sind ja mit, also ich bin mittlerweile ja bei 35 Abonnenten. Ich mache das jetzt zwar schon ein halbes Jahr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 35 Abonnenten finde ich schon persönlich für ein halbes Jahr ziemlich viel. Und wie gesagt, besten Dank, dass ihr mich abonniert habt. Und irgendwo ist ja ein Hai. Und ich habe keine Ahnung wo. Ich habe echt keine Ahnung, wo der ist. Was soll's? Wir nehmen unsere Axt und gehen auf Fiberjagd oder mit anderen Worten Lashing. Oder Yucca oder wie wir sie auch sonst immer nennen wollen. So, zack. Ach. Ich muss immer umschalten, da ich natürlich drei verschiedene Games im Moment, nur in Anführungsstrichen, nur drei verschiedene Games habe, muss ich mir trotzdem ziemlich viel merken. Nämlich zum Beispiel, dass nicht Tab das Craft-Menü hier ist, sondern eben mit C. Und da kommt man schnell durcheinander. Gerade bei 7 Days ist es Tab. Und ich natürlich auch so freizeitmäßig natürlich ziemlich viel zocke. Okay, jetzt haben wir drei. Ich wollte noch mal gucken, wie viel brauchen wir denn überhaupt dafür? Fünfmal Lashing. Oh mein Gott. Na, das könnte schwierig werden, Leute. Naja, wir können es ja verbinden mit einer kleinen Looting-Tour. Nichts drin. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn das so ruhig wird. Geht euch das genauso? Weil ich weiß ja, dass zum Beispiel ein Abonnent von mir, der spielt das Spiel auch. Sobald es ruhiger wird, da wird man schon so ein bisschen panisch. Also ich zumindest. Nochmal Antibiotikas. Oh, eine Gun. Eine Machete. Ja, okay, den haben wir schon, aber ist nicht schlimm. Oh. Ich sage, ich werde dann immer ein bisschen panisch. Ja,
Ja. Jetzt gucken wir hier nochmal drüber, ob wir nicht doch vielleicht noch hier einen Eimer finden. Okay. Dann würde ich auch sagen, nehmen wir die Plane auch direkt mit. Weil mein Plan ist es, ich werde auf jeden Fall auch Wasser, hier diese Wasser. Wie heißt es jetzt? Hier, ich kann es euch am besten mal zeigen. Ich werde einen davon bauen und zwei Stück hiervon, eine Wasserstille. Also eine Wasserstille. In der Hoffnung, dass das dann vielleicht mal ausreicht an Wasser. Aber dafür müssten wir erstmal genug Zeugs finden. Ich würde sagen, wir hauen jetzt trotzdem ab zu der Insel. Das Gute ist natürlich an diesem. Oh. Ja, zwischendurch hakt es noch ein bisschen. Woran das liegt, Leute, keine Ahnung. Vielleicht ist meine Performance auch zu schlecht. Also meine Hardware. Ich weiß es nicht. Ist möglich. Ah, das ist, glaube ich, die von denen gemachte Insel, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dies werden wir jetzt aber gleich dann sehen. Und ich glaube, da ist gar kein Lashing drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zeit ziemlich schnell immer hier vergeht, so beim Spielen. Ach ja, ist gut jetzt. Bruno der Hai. Ich hab's jetzt mitgekriegt, dass du da bist, jetzt kannst du auch wieder gehen. Doch, hier gibt's auch Lasching. Das ist supi. Durch Wasser müsste ich aber nicht unbedingt, weil auch hier innen drinne können Haie sein. Und bei meinem Glück schnabbelt der mir gleich an meinem Fuß rum. Da habe ich keine Lust zu. Das Bonbon scheint irgendwie seine Wirkung voll zu erfüllen. Ist auch gut. Zack und zack und. Mehr haben wir jetzt auch nicht hier. Jetzt haben wir 5. Wir haben 5. Ernsthaft, wir haben 5? Ja. Das ist doch mal supi. Ich würde aber sagen, wir nehmen trotzdem noch ein bisschen mehr Lasching mit, wenn wir gerade schon mal hier sind. Denn ihr wisst ja, Lasching ist wichtig. Das braucht man eigentlich zu fast allem. Ich verstehe auch nicht, dass man das noch nicht mal fürs Häusle bauen braucht, weil da muss man ja eigentlich auch alles zusammenbinden. Aber okay. Andererseits natürlich auch gut, dass man das dafür nicht braucht, weil sonst würden wir nie so ein großes Haus bauen können. Platz haben wir noch, ein bisschen haben wir noch. Zack und nochmal zack. Da ist auch noch Lasching, Yucca. Ich weiß auch nicht, ich habe letztes Mal einem zugeguckt, einem YouTuber, der das, ja, der hat das sehr professionell gemacht. Aber man soll ja nicht meckern über andere.
So, das da hinten irgendwo müsste unsere Insel sein. Zu der werden wir jetzt auch mal zurückfahren. Denn Lasching haben wir jetzt erstmal genügend. Wir haben jetzt ja sage und schreibe 7 Lasching. So viel wie seit langem nicht mehr. Oh. Da war er. Bruno der Hai. Ja, Bruno. Ist gut. Der Arzt kommt gleich, setzt sich hin. Also ich bezweifle, dass der was ausrichten kann an unserem Boot. Wahrscheinlich liege ich gleich im Wasser. Es wäre lustig für euch auf jeden Fall. Für mich nicht ganz so, aber naja. So viele Leute werden sich jetzt wieder denken, warum hat Nexus eigentlich da das hingemacht? Einfach nur um zu sehen, dass ich auch gerade fahre, weil wenn ich jetzt so auf den Horizont gucke, ist das immer noch besser zur Orientierung. Und deswegen habe ich diese Reifen da vorne dran gemacht. Das Ding wird natürlich noch ein bisschen größer, dafür werde ich sorgen. Ich wollte ja eigentlich auch testen, ob 2 Segel drauf gehen, aber ein Abonnent hat mir gesagt, nee, das brauchst du gar nicht erst versuchen, habe ich letztes Mal getestet, geht leider nicht. War aber eine echt coole Frage von einem anderen Abonnenten. Jawohl, Handy. Das habe ich jetzt gebraucht. Ja. Na? Aha, ich dachte jetzt schon, jedes Mal, wenn das anfängt zu stocken, bin ich ehrlich, denke ich mir so, bitte nicht. Weil ich habe natürlich keine Lust, das nochmal wieder so zu haben wie letztes Mal. Und ich hoffe gerade, dass es unsere Insel ist. Ich meine, es geht hier unheimlich schnell der Tag rum. 18:20 Uhr und der Mond geht auf. Wollt ihr mich verhuben? Ey, wir sind hier im Paradies, weißt du? Da geht nicht die Sonne so schnell unter und so schnell der Mond auf. Ah ja, klar. Und zeitig zur Nacht kommt natürlich auch Bruno der Hai wieder. Der kann uns jetzt aber auch mal an die Füße killern. Denn hier am Land kann er uns nichts. So, ich bin wieder da. Und wir werden jetzt mal direkt das Folgende bauen. Ach, geht wieder nicht, weil da die Sachen liegen. So, ein bisschen aufräumen hier. So, jetzt dürfte hier nichts mehr im Weg liegen. Doch, der da vielleicht noch. Zack, das weiß ich nämlich auch von einem Abonnenten, der zu mir gesagt, du, da lag was im Weg, deswegen ging das nicht. Dafür brauchen wir auch wieder viele Lashings, deswegen werden wir jetzt direkt hier mal zweites Feuer hinsetzen. Zack. Und jetzt brauchen wir nur noch Stickies. Die werden wir uns mal eben kurz machen. Weil das ja auch ganz wichtig, weil wir müssen ja auch irgendwie was zu essen haben. Also ich finde es immer wichtig, dass man ein Bett hat zum Schlafen, weil man muss ja jetzt mittlerweile schlafen. Trinken muss man ganz dringend haben. Und was auch noch sehr wichtig ist, ist Essen. Ne, mit Essen und Trinken kann man sich natürlich ein wenig Zeit lassen bei einer großen Insel. Da man natürlich hier ziemlich viele, ja, ziemlich viele Kokosnüsse hat. Aber man sollte sich nicht zu viel Zeit lassen damit. So, wir haben beides aufgestellt. Supi. Mal kurz gucken. Eine Folie fehlt. Wir haben ja genügend Eimer. Deswegen werden wir die jetzt auch noch hier hinbauen. Ah, da fehlen uns Woks für. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir haben nämlich gar keine Steine mehr. Naja, okay, aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen was gebaut. Da werden wir jetzt noch ein bisschen Holz fällen. Beziehungsweise Holz auseinandernehmen.
Denn Holz ist ja auch ziemlich wichtig. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Wir haben ja jetzt, wenn diese Folge hochgeladen wird, Mittwoch. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der EM-Plan ist, aber ich nehme jetzt auf, gerade auf den Sonntag. Und heute spielt ja Deutschland um 18 Uhr. Ich hoffe natürlich, bis dato bin ich weitaus fertig. Aber ich hoffe, dass unsere Jungs natürlich weiterkommen. Wenn sie es nicht geschafft haben, werde ich ziemlich traurig sein. Denn ich hoffe eigentlich, dass unsere ziemlich weit kommen. Aber das hofft ja jeder von seiner Mannschaft, ne? Da muss man ja auch mal ehrlich sein. So, drei Eimer haben wir noch. Zack. So, ich hoffe, Bruno, der Hai kommt jetzt gerade nicht und kitzelt mir gleich an die Füße. Das wäre natürlich nicht so gut. So, anmachen. Wunderprächtig. So. Habe ich mir schon was gedacht? Dann gehen wir jetzt mal schlafen. Und in der Zeit müssten wir dann schon ein bisschen Wasser haben. Sleep. So. Sehr schön. Ihr seht ja selber, wie viel Wasser wir brauchen. Na, es ist einiges, was wir brauchen. Deswegen sind die also die Wasserstiddies wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht als Idee. Aber eben nur als Zweitmaßnahme würde ich es mal nennen. So, geht doch endlich voll. Da ist natürlich noch überhaupt nichts drin, ne? So, das Feuer sieht noch recht gut aus. Wir brauchen Stein. Steine brauchen wir gut. Erstmal schmeiße ich aber den ganzen Schrott hier wieder weg. Wir können sogar schon. Wartet mal. Wir können tatsächlich schon einen Bootmotor machen. Jo. Wo ist unser Boot? Dann klatsche ich das nämlich direkt hinten dran. Nee, schlechte Idee. Geht noch nicht. Wir müssen erst noch einen Teil dran bauen, bevor wir das machen. Achso, sind zwei. Gut. So, dann den hier hin. Die auch mal hier hin. Die Gun packen wir mal hier hin. Cloth packen wir daneben. Ein Sticky habe ich sogar noch über. Ist noch einer. So. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, wenn wir uns mal darum kümmern, dass wir Steine finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Stranded Deep. Und ansonsten bin ich erstmal raus. Lasst gerne einen Daumen und einen Kommi da. Danke, ciao!